Hallo und willkommen bei Whisky Waiter. Ich habe heute ein ganz besonderes Highlight. Es ist, glaube ich, eine der Hype-Destillerien schlechthin. Ich habe heute den neuen Bifröst Muspelheim. Ja, es ist die dritte Abfüllung der norwegischen Destillerie Bifröst. Muspelheim ist tatsächlich der erste rauchige. The Peated One heißt er auch. Und jeder von euch, dem Bifrost ein Begriff ist, wird sich denken, wie kann der diese Flasche nur aufmachen? Gerade die Flipper werden wahrscheinlich jetzt denken, oh mein Gott, wie kann er nur? Ich weiß nicht, wo dieser Hype herkommt. Es ist eine 0,5 Liter Flasche von einer sehr jungen Brennerei. Die Flaschen, also der hat 65 Euro gekostet für einen halben Liter. Das ist schon ein ordentlicher Preis für einen jungen Whisky. Aber auf eBay oder auf dem Zweitmarkt generell gehen die Dinger sofort durch die Decke. Und ich verstehe nicht, wo das herkommt. Ich hätte am liebsten die ersten beiden Abfüllungen auch schon geteilt und probiert. Ging leider nicht. Den habe ich gekriegt und ich habe ihn geteilt. Ich habe extra nur 3 cl-Samples gemacht, damit möglichst viele eine Chance haben, ihn zu probieren. Ja, und das werde ich jetzt hier vor der Kamera tun. Ich meine, das ganze Ding liest sich mega geil, ne? Also 46%, 50 cl, Muspelheim Limited Edition, The Peated One, Arctic Single Malt Whisky. Arctic Single Malt heißt in dem Fall, die Brennerei steht am 69. Breitengrad, also sehr weit nördlich. Das Ganze, also für die Herstellung wurde geschmolzenes Gletscherwasser genommen, der Whisky reifte unter den Nordlichtern. Bla bla bla. Klingt geil. Man hat getorfte Gerste genommen, der Whisky reifte in Ex-Bourbon-Fässern und hat und reifte zum Teil in Ex-Eiler-Fässern. Das sind ganz viele, ganz spannende Punkte. Und jetzt schauen wir mal. Sehr, sehr hell, muss ich sagen. Das ist gerade so pipi. Wenn das Flaschendesign und auch hier mit dem mit dieser Malerei, das sieht schon schick aus, ne? Und das ist hochwertig, das ist Marketing können die Leute. Wie gesagt, auch was ich gerade ein bisschen gesagt habe, Gletscherwasser unter den Nordlichtern gereift und und. Tja. Er riecht ein bisschen muffig. Und ich habe irgendwie so eine totale Kräuternote. Aber keine Kräuternote, die ich bis jetzt kenne. Das erinnert mich so ein bisschen an eine Mischung aus Fenchel und Salmiak-Bonbon. Hier kommt jetzt noch so eine Malzigkeit. Das könnte auch Salbei sein. Also, der Rauch ist noch sehr dezent, hält sich zurück. Und also das ist eine spannende Nase, total. Ein Geruch, den ich so noch nie hatte beim Whisky. Aber wenn er mich jetzt fragt, ob das gut riecht, also schlecht riecht es nicht, das kann ich nicht sagen. Aber meins ist es nicht. Ich bin halt auch eh nicht so der Kräuterfan, ne? Ja, Salbei. Salbei, Fenchel, irgendwie so. Für Salmiak geht für mich schon ein bisschen so mehr in Richtung Lakritz. Oder so dunkle Kräuter.
Das ist eher Salbei, würde ich sagen. Eine leicht grasige Note, ein bisschen Malz, ein bisschen Vanille und Zitrus, aber das geht alles so unter der Salbeinote unter. Wie alt ist der Whisky? Ich glaube, um die 4 Jahre. Stand da irgendwas drauf? Nö. Ich meine, ich hätte irgendwo 4 Jahre gelesen. Viel älter ist die Distillerie ja auch noch nicht. Wie gesagt, das ist jetzt die dritte Abfüllung. Ich glaube, die produzieren vor allem Gin und so ein Gedöns. Also für mich riecht das total nach Salbei. Und viel mehr kommt da auch nicht. Zum Wohl. Er erzeugt eine gewisse Trockenheit im Mund. Der Alkohol ist schön eingebunden. Das passt. Das ist ein rundes Mundgefühl. Der brennt nicht beim Runterschlucken. Im ersten Antritt kam tatsächlich nochmal wieder diese Salbeinote präsent, deutlich präsent in den Vordergrund, die sich aber so mehr und mehr zurücknimmt. Man kriegt auch hier wieder ein bisschen Fenchel noch dazu. Man kriegt so ein bisschen Vanille, ein bisschen Zitrus. Ich denke gerade tatsächlich eher an so einen frischen Zitronentee. Also das erinnert mich vieles an, wenn man ein bisschen erkältet ist. Was man dann so, ne, Fencheltee mit einer Scheibe Zitrone drin. Die Rauchigkeit ist schön, sehr schön eingebunden, eher dezent. Also für mich ist das ein leicht rauchiger Whisky, das ist kein stark rauchiger Whisky. Jetzt habe ich auch so ein bisschen. Es gibt so Bonbons. Wie heißen die? Das sind so Hustenbonbons, so weiße. Ich weiß nicht, ob das Menthol ist. Auf jeden Fall kühlt das Ganze so im Mund ein bisschen. Das irgendwie hat das auch was. Also mir gefällt der Geschmack tatsächlich deutlich besser als die Nase. In der Nase ist mir diese Salbeinote einfach zu präsent. Im Geschmack ist das echt schön ausgeglichen und schön harmonisch. Und es wird nicht mein Lieblingswhisky, definitiv nicht, aber es ist mal was anderes und es ist mal spannend zu probieren. Und der Geschmack, ja, den finde ich gut. Einfach weil es mal was anderes ist und weil es schön gemacht und gut ausbalanciert ist. Jetzt kommt kurz diese Salbeinote, aber die verschwindet jetzt sofort. Wandelt sich in so einen frischen Fencheltee mit Zitrone. Vielleicht ein Hauch Ingwer, aber ohne die Schärfe. Ein bisschen Eiche, ein bisschen Zitrus, ein bisschen Vanille. Leichter Rauch, der schön mitschwingt, der total harmonisch da drin ist. Den Geschmack finde ich wirklich gut. Jetzt nichts, was mich total vom Hocker haut, aber ich muss sagen, er ist lecker. Ja. Es ist vor allem auch mal was anderes. Ich bin ja auch, wie ihr wisst, ein Fan von komischen Fassreifungen und interessanten Finishes und trinke Whisky aus allen Regionen der Welt mit allen komischen Zusammensetzungen. Und ich muss sagen, der Geschmack gefällt mir gut. Die Nase fällt für mich deutlich ab, leider. Da ist diese eine Note, die da dominant ist und die da im Vordergrund steht und die mir nicht so ganz zusagt. Das hat der Geschmack allerdings deutlich wettgemacht. Ich muss sagen, 65 € finde ich eigentlich für den Whisky einen fairen Preis, wenn es eine 0,7 Liter Flasche wäre. Wenn man jetzt bedenkt, dass die
so wie ich das gelesen habe, viel in Handarbeit machen und noch sehr klein sind und auch unter natürlich sehr extremen Bedingungen arbeiten, dann muss man das alles auf den Preis mit draufrechnen und dann finde ich auch 65 € für 0,5 Liter gerechtfertigt, vor allem wenn man dann noch sieht, dass man sich Mühe gibt mit Verpackung, Design, Flasche etc., dann passt das für mich. Den Hype kann ich dann wiederum nicht verstehen, wo dieser Whisky 250, 300, 400, 500 € an Wert hernimmt, erschließt sich mir nicht. Das hat für mich dann keine Daseinsberechtigung mehr. Das ist dann, glaube ich, tatsächlich einfach nur noch Sammlerwert, Hype etc. Aber gut, Angebot und Nachfrage, solange es genug Leute gibt, die diesen Whisky haben wollen und die das bereit sind zu bezahlen, wird der Preis so bleiben oder steigen. Ich freue mich trotzdem, dass ich ihn probieren konnte. Ich hoffe, dass ihr zu den Glücklichen gehört, die auch ein Sample von mir bekommen haben. Wenn ja, lasst es mich mal wissen. Schreibt bitte, bitte in die Kommentare, wie euch der Whisky gefällt oder wie er euch geschmeckt hat, ob ihr in der Nase ähnliche Aromen habt, beziehungsweise ob euch das gut gefällt, ob euch das schlecht gefällt, wie euch der Geschmack gefällt, etc. Solltet ihr kein Sample ergattert haben, dann möchte ich hier nochmal ausdrücklich auf meine Charity-Auktion hinweisen. Ich habe das in dem Muttertagsvideo kurz angeschnitten, da könnt ihr euch gerne nochmal reinklicken. Ich werde am 16.10. eine Auktion von verschiedenen Whisky-Samples anbieten. Und da wird auch ein 3CL-Sample vom Bifrost drin sein. Das habe ich extra auf Seite getan. Das Ganze wird dem guten Zweck gespendet. Von daher fleißig mitmachen, fleißig teilen, fleißig mitbieten, damit ein schöner Batzen Geld zusammenkommt für den guten Zweck. Gut, vielen Dank fürs Zusehen. Haut auf den Like-Button, haut auf den Abonnieren-Button, schaut in meine Flaschenteilungsgruppe, wenn ihr so coole Teilungen miterleben wollt. Ich gebe mir Mühe und gucke, dass da möglichst viel spannende und abwechslungsreiche Sachen drin sind. Ich würde mich freuen, wenn ihr dazu kommt. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao.